Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Animation Throwdown mit mir, Matt Walsh. Wir machen heute einfach mal Arena-Fights. 10 Stück an der Zahl. Bin hier momentan auf SFC 1608. Gucken wir mal. Guten Bänder will ich nicht haben. Roger. Steve. Bobby, Hank, auf geht's, komm, gib mir mal was anständiges. Da haben wir doch eine Tina gegen eine Consuela, eine 10er Consuela. Schauen wir mal, wer da jetzt am Start ist. Herr gleich gegen eine Consuela. So. Los geht's. Automatik raus. LF2 SPLG von Tide 3. Ja, mein Pack-Opening muss ja jetzt erst noch kommen. Bedeutet also, ich habe hier noch keine Drogenkarten im Spiel. Der kommt hier gleich schon mal mit einer Pre-Combo an, der Kollege. Die werde ich aber hier mit dem Roger ziemlich schnell down bekommen. Tequila Roger sollte dafür ausreichend sein, um die glatt zu machen. Machen wir weiter mit dem Peter. Ist natürlich übel, der Gender Bender da oben. Mit der Slewback. Ich komme dann aber leider nicht durch, das ist das Problem. Würde mir jetzt in der Situation überhaupt nicht weiterhelfen aktuell. Machen hier noch einen Roger. Dann gucken wir mal, was wir hinten raus jetzt anfangen können. Hier haben wir den Roundhouse. Ich muss diesen Gender Bender da oben erstmal bekommen. So, jetzt machen wir erstmal hin. So. Hier hinten den nächsten Feeder hin. So, und jetzt können wir hier hinten mit der Slewback anfangen, mal Druck zu machen. Und das sollte jetzt eigentlich auch ausreichend sein, um dieses Match zu gewinnen. Wenn ich jetzt richtig schaue, ja, haben wir das gepackt gegen LV2 SPLG von Tide 3. So, erstes Match haben wir gewonnen. Weiter geht's. Die täglichen 5 Kombos gespielt. Juhu. Ja, und damit hat es den Air-Server jetzt abgeschossen. Beziehungsweise das Spiel hat sich schon abgeschossen. Jetzt kann es gerade nochmal neu starten. Ja, heute alles ein bisschen chaotisch. Läuft alles nicht so, wie ich mir das wünsche. So, auf dem Weg zur Clan. Und da sind wir auch schon wieder im Ladebildschirm. Das kann jetzt ein klein wenig immer nicht. Ja. Okay. Dann muss ich den Air-Server jetzt auch nochmal neu starten. Irgendwie hat es den mir gerade zerbröselt. Also, dann gucken wir mal. Ja. Ist das ärgerlich? Ärgerlich. So, jetzt müsste aber wieder da sein, oder? Ja, jetzt sind wir bei 33% in ungefähr geschätzten 10 Minuten, können wir dann mit dem nächsten Match anfangen. Das ist unglaublich.
Juhu. Ich bin bei 94% für die nächsten 5 Minuten. 97%. Und haben wir es gleich geschafft? Na, gleich präsentiert euch Ladebildschirm. So, immer noch diese 2-Jahrestorte da. Jo. Lass uns mal da einen Blick reinwerfen. Dübi, dübi, dübi. So. Jetzt geht's weiter. Endlich haben wir es geschafft. Oh, juhu, juhu. So. Machen wir hier weiter. Also. 6 Minuten spielt. Ein Kampf geschafft. Das ist nicht geil. So, Dale. Komm, ich will jetzt hier nicht ständig einen Hank haben oder so. Ich und Stan. I need Tina oder Dale. Fry. Gut, gegen 15er Tina möchte ich sowieso ungerne kämpfen, aber hätte ich jetzt auch gemacht, wenn es notwendig gewesen wäre, aber muss ja nicht unbedingt sein. So, oh, jetzt habe ich irgendwie das Grün, jetzt geht's voll ab hier. Komm, gib mir jetzt mal eine Tina oder ein Dale. Auf geht's. Tina oder Dale? Auf, komm schon. Tina oder Dale? Alter Vater, ist das denn die Möglichkeit? Das kann ja wahr sein. Leute, Bobby, super. Stan. Ja, das kann unter Umständen dauern, bis man mal Roger. Roger, da haben wir eine Tina gegen einen Zehner, Sepp Brannigan, du magst den dann auch, wir haben eine Menge gemeinsam. So, dann schauen wir doch mal, was der so kann, wer das ist, wer ist denn unser nächster Gegner? Schubidubidu von Ironic Evil Zombies, der Shammy, und er kommt hier gleich mal mit einer Bob-Mythic raus. Aber da habe ich einen Bobby entgegenzusetzen und eines Not Rocket. Daraus kommt ein Jealous Bobby. Die pushe ich jetzt auch noch von der Seite. Und jetzt kommen wir hier mit einer Pawtucket Patriot Ale. Und jetzt ist erstmal der da weg. So, mit dem Bender machen wir Bänderbräu. Okay, das hat jetzt leider nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Aber gut, ist egal jetzt. So, der ist auf jeden Fall schon mal fort. 8 Schaden. Wenn der jetzt da hinten eine blöde Combo spielen würde, hätte ich echt ein riesiges Problem. Deswegen muss ich jetzt erstmal hier auf der rechten Seite blocken. Und naja, ich habe es ja sowieso geschafft. So, Match Nummer 2 gewonnen gegen Shammy. Ah, diese 4 Greater Epic Stones. Gib mir doch einfach Hero Tokens. Was will ich denn mit diesen Greater Epic Stones? So, immer noch ein Kampf. Schauen wir mal hier rein. Da haben wir gegen einen 12er Dale. Wuppapi, ist ja demnächst auch wieder Rumble-Zeit angesagt. So, gegen Nuber. So, und da kommt er mit einem Boomhauer.
Und da setze ich jetzt erstmal eine Tina dagegen. Gut, er hat jetzt natürlich, das gefällt mir nicht wirklich. Na gut, aber 14 Stück und bei 25-fach Leech müsste das trotzdem locker ausreichend sein. Ich mache jetzt erstmal hier das arcturianische Kung Fu und dann sind wir auch schon durch. Ja, das Problem ist, der macht hier 36, ne? Dieser Typ macht 36. Ich muss jetzt erstmal Tritt in die Leisten. Irgendwie muss ich Tritt in die Leisten jetzt reinbringen. Und das tut weh. Dieser Clawplash frei tut richtig weh. Das ist einfach nur übel. Nur 36er Bombe nach rechts und links. Was willst du denn dagegen jetzt machen? Dagegen kannst du gar nichts machen. Kannst nur doof aus der Wäsche gucken und kannst eigentlich dieses Match wegschenken. Ja. Gegen Nuber, der noch nicht mal in irgendeiner Gilde ist. Ja. So, das Ding habe ich weggeschenkt. Ärgerlich. Echt ärgerlich. Nuber. Ich war so, damit waren wir jetzt auch schon täglich dreimal in der Arena. Oh, da haben wir gleich noch eine Tina. Das ist gut, gefällt mir sehr gut. Schauen wir mal rein. Muss man da reißen können. Gegen Nixia Rugi von den Only Active Rumblers. Ja, ich könnte jetzt hier einen Genie wieder, ich könnte auch. Ich mache die Chief Cat Munchies. Ich glaube, die werden mir. Oh, alter Vater. Bist du eigentlich Meshugge oder was? Sonst geht's ja noch ganz danke, oder? Jetzt muss ich mir hier irgendwas einfallen. Alter Vater, jetzt muss ich mir hier echt was einfallen lassen, ne, gegen den Typen da. Roger geht ab. Roger geht ab. Was anderes bleibt mir jetzt erstmal nicht übrig. Ich muss ja hier noch Leben heilen. Alter, was ist das hier? Was ist das? Ist nicht euer Ernst, oder? Komm, jetzt müsste ich ihn doch gleich haben. Hier machen wir jetzt mal. Da hinten die schlimme Tina da noch hin. Jawohl, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Das Ding haben wir gewonnen. Alter, das war aber jetzt echt haarscharf. Mega krass. Nixia Rugi bezwungen von den Only Active Rumblers. Ey, das war jetzt harter Tobak gewesen. Mein lieber Scholli, ey. Er hat mir jetzt ganz schön eine reingeballert. Oder der hätte mir ganz schön eine reingeballert. Da hat jetzt echt nicht viel gefehlt. Ja. So, gucken wir mal, was als nächstes kommt. Und nochmal einen Dale gegen einen Elver Zap Brannigan. Schauen wir mal. Auf geht's. Auf, Kamerad. Auf, Kamerad. So, da haben wir hier Chewbacca. Chewbacca, 88 von Kraus before. Keine Ahnung, was das ist. Halloween oder was? Der kommt hier mit einer Heavy Metal Pre-Combo Haley. Okay. Das ist natürlich. Na, wahrscheinlich kommt jetzt gleich was ziemlich Übles. Nein. Ja, das würde ich am liebsten machen, ne? Lass mal überlegen, das sind 18, das sind 34, das reicht, um den Philip J. Fry da wegzubekommen. Jawohl. Und damit sind wir dann auch schon durch und haben dieses Match gewonnen gegen Chewbacca 88. So. Heiße Kiste, ey. Heiße Kiste. So, noch 5 Matches haben wir. Ja.
Und dann haben wir hier nochmal eine Tina gegen einen 12er Bobby. Schau mal. Also ich habe bis jetzt noch keine Hero-Tokens bekommen, ne? Keinen einzigen Hero-Token. Schon extrem ärgerlich das Ganze, aber was willst du machen? Das ist hier, so, Demonic 44 von den Fluffy Nutters. Ja, dann lass uns mal schauen, was wir gegen den ausrichten können. Das wäre die Tina Tackle. Das wäre der sexy Tanzkampf. Das ist alles nicht wirklich befriedigend. Das ist alles nicht befriedigend. Chief Cat Binge ist auch nicht schlecht. Tina Tackle ist nicht schlecht. Sexy Tanzkampf. Ich mache hier jetzt als allererstes einmal Fashion Wrestling. So, und dann gucken wir mal, was wir hier noch irgendwie reißen können. Muss es hier erstmal einen sexy Tanzkampf hinballern. In der Hoffnung. Oh mein Gott. Jetzt habe ich echt ein Problem. Jetzt habe ich echt ein Problem. Dieser Flag Defender ist übel. Das ist richtig übel. Wenn ich jetzt hier den Pyrek Lobster hinsetze, reicht es auf jeden Fall erstmal da den Eugene Belcher wegzubekommen. Hier krippeln wir mal gleich 13-fach alles weg. Das ist gut, das ist jetzt extrem wichtig, um dieses Match nochmal rumzureißen. So, jetzt ist der mal da weg. So, das war jetzt extrem wichtig. Jetzt haben wir hier noch den Roger geht ab zum Heilen. Ist sowieso wurscht, habe ich eh gewonnen gegen Demonic 44 von den Fluffy Nutters. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Noch vier Matches sind offen. Nochmal eine Tina gegen eine Elfer-Tina. Ja. Schauen wir mal. Auf geht's, komm jetzt. Nicht schon wieder abstürzen. Nicht schon wieder abstürzen. Jetzt werden wir zwei Charmbomben explodieren lassen. Okay. Ja. Gegen Seiji Marbles von Riddlers Inc. Haben wir jetzt wirklich hier alles mit dabei, ne? Also mit die besten Gilden am Start. Aktuell, wie man sich hier vorstellen kann. Ja, ist jetzt eine gute Frage, ne? Ich pushe den jetzt erstmal von der Seite. Ich habe ja momentan eh nicht viel Alternativen. Jetzt habe ich hier den Irek Lobster, das wäre Two Butt Goat. Oder hier unten den Dolphin Rider Peter. Ein Schild kann er nicht haben, ne? Ein Schild hat er nicht. So, jetzt machen wir erstmal den da. Und jetzt komme ich mal hier mit dem Two-Butt Goat erstmal. So, und jetzt hat er hier hinten. Erstmal den Peter. Erstmal den Peter dahin. Jetzt sollten wir eigentlich auch durch sein. Wenn ich das hier mache mit Madakas Peter, komme ich bei ihm durch die Mauer durch. Aber er nicht wirklich bei mir. Und ich habe ja noch den Push von der Seite. Welcome auf Vitus noch. Und jetzt wird's gut. Jetzt wird's gut. Jetzt habe ich hier hinten noch den Bob. Jetzt sollte es eigentlich geschafft haben. Ich muss mal gucken, dass jetzt schon reicht. Wir haben da 8, jawohl. Gegen Seiji Marbles von Riddlers Inc. auch gewonnen. Okay.
499. So, bam, 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 bam. So, da mein Sepp Brannigan. Komm jetzt. Gehen wir nochmal jetzt. Ich habe jetzt noch drei Matches. Drei Matches. Ja, irgendwo jetzt hier so zwischen 1600 und 1700 habe ich mich jetzt festgebissen, aber weiter nach oben komme ich noch nicht. Fehlt mir dann doch noch ein bisschen was. Oh, komm, bitte nicht abstürzen jetzt. Nicht abstürzen. Don't crash, man. Please don't crash now. I want you to crash. Auf geht's jetzt. Rick Spanish. Da mein Dale. Ein 10er, ich habe immer noch keine Hero Tokens, ne? Na gut. Also, jetzt hier gegen Nicolas von China 100. Die Gilde kenne ich noch gar nicht. China 100. Gegen die sind wir bis jetzt noch nicht so wirklich. Fange jetzt mal erstmal mit einem Roger an. Diese Action Delivery Force. Na, wobei ich könnte auch hier Terrestrial Cycling machen. 16, 21-fach Gas. Nö, nee, wir machen den Tequila Roger und er wird jetzt hier gleich richtig stressen. Skiing, Lila. Fashion Wrestling. Mal erstmal den hier. Na gut, er hat natürlich, ja, durch dieses Bodyguard, ne? Und jetzt tut's halt weh, ne? Jetzt tut's halt echt weh. Jetzt kriege ich nämlich hier den Frack voll von dem. Von China 100, hier, Kollege. So, Nicolas von China 100 hat mich jetzt gezwungen. Okay. Also, und das tut halt weh, oder? Du verlierst gleich 30 Punkte. Und kriegst nur 12, wenn du gewinnst. Ne? Das heißt, du musst eigentlich immer 3 Matches gewinnen, 1 verlieren. 3 Matches gewinnen, 1 verlieren. So ungefähr ist es momentan. Aber solange ich da oben irgendwo zwischen 1600 und 1700 bin, und wenn ich mal knapp unter die 1600 fallen sollte, ist das alles nicht schlimm. Bin ich eigentlich ganz glücklich mit dem aktuellen Stand. Ich war mal auch knapp über 1700 gewesen. Das höchste der Gefühle, also Richtung 2000 habe ich es jetzt noch nie geschafft. Das finde ich faszinierend. Gibt es bei uns Leute in der Gilde, die da voll durchhämmern. Aber gut, was willst du machen? Es ist, da musst du halt viel investieren. Hier ist ein 14er Tina. Kämpfen wir mal gegen den 14er Tina, schauen mal, was hierbei rauskommt. So, JDub0707 von den Tokinators kommt mit einer Peggy. Ich habe jetzt aktuell erstmal nur ein Fide. Und jetzt habe ich noch den Roger. Okay, das ist jetzt natürlich. Ja. So, jetzt muss ich hier mit dem Roger. Hole ich jetzt den Mr. Deliver raus und dann habe ich schon mal die Peggy weg. Dann kommt er hier mit einem Klepto-Bänder, der ist jetzt auch gleich fort. So, und dann ist da noch die Fighter Louise. Ja, pushen wir jetzt mal von der Seite, dann sollte das Ding auch schon rum sein. Gegen JDub von den Tokinators. 13. So, das ist glaube ich noch ein einziges Match, ne? Komm, komm, jetzt, komm, komm. Und, ja, sind nicht noch, nicht noch. Wieder keine Hero Tokens. Holy Macaroni Man. So, also. Gibt's doch alles gar nicht. Kann doch nicht wahr sein, Leute, kann nicht wahr sein. Da haben wir noch eine Tina. Eine 12er Tina. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier noch im letzten Match reißen können.
So, auf geht's. Homer Simpson von, oh Gott, Valhalla Awaits kommt hier gleich mit einer Haley an. Valhalla Awaits. Okay, Valhalla Awaits. Ja, hier hätten wir 20-fach und da hätte ich 21 und 19. Aber das Problem ist, der heilt halt immer gleich 11 Leben wieder. So, ich mal jetzt den Gagaball mal, dann gucken wir erstmal, was passiert. Ja, na toll. Super. Super, Kollege, super. Na gut, mit der. Hier mit dem Mr. Deliver kann ich jetzt doch schon ein bisschen was anfangen. So, da ist nämlich gleich schon der Stand fast weg. So, und hier. Oh. Das ist jetzt echt hardcore übel, ne? Das ist echt hardcore übel. Gut. Bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich jetzt so machen. Und mit der Tina sollte ich jetzt hier heilen. Heilen, 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 heilen. Jetzt habe ich den da vorne weg. So, der da vorne ist schon mal weg. So, jetzt komme ich nochmal mit einem Tequila Roger. So, der da vorne ist weg. Jetzt muss es muss reichen, um dieses. Jawohl. Homer Simpson von Valhalla Awaits auch noch besiegt. Ja, Mann! Bam! So. Das war jetzt ein, ja, Daily Combo Master Play 10 Arena Battles. Jo, wenn's euch gefallen hat, das erste Mal wieder, dass der Herr gleich hier Arena-Kämpfe zeigt. Ja, schon lange nicht mehr gemacht. Habe ich aber gesagt, hier zu dem zweiten Anniversary von Kongregate bringe ich euch hier jetzt mal ein paar Videos wieder, ein paar Gameplay-Videos, damit sich das wenigstens lohnt. Ja. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Natürlich über jeden Kommentar bin ich natürlich happy. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, und die Glocke läuten. Und ja, und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.